Okidoki, wo sind wir denn jetzt? Ja, ich muss wieder auf die Brücke. Hatte ich noch irgendwie was? Ja, mal gucken. Nö. Ich, ja, Endkampf oder so. Mal gucken, ob hier noch was Schönes drin ist. Ich keinen Bock, das alles durchzugucken. Ich nehme nur das Funkelnde, das schaue ich mir mal an. Clockwork AX9. Ich nehme mal alles und dann verkaufe ich, was mir irgendwie nicht so passt. Jedes Mal dasselbe. Ist das Ding an? Ja, das Ding ist an. Moment doch. Was gibt's hier Hübsches? 1800 Schaden ist auch nicht schlecht. Ich verkaufe mal irgendwie. Was ist damit? Nach Typ. Ich hätte es gern sortiert nach Punkten. Dann kann ich ab irgendeinem Zeitpunkt sagen, ne, das taucht mir alles nichts mehr. Hersteller, Punkte. Ich hätte hier eine. Was ist das? Daisy Marshall. Ja, so toll finde ich die nicht. Verkauft, oder? Eine Polite Kelly Pingin. Ja, komm, weg damit. Na, warum habe ich das Ding? Der andere war doch noch besser. Kann ich nicht nochmal zurückkaufen? Warte mal. Da war der hier, ne? 891. Ich kaufe dich nochmal zurück. Ach nee. Der ist doch besser. Mit 1000, über 1000. Okay, kaufe ich den doch. Naja, aber man hat die Möglichkeit, das auch wieder zurückzukaufen. Eine Magnum mit 850 Schaden. Das ist nicht übel, oder? Handhabung ist aber nicht so toll. Aber der Schaden ist irgendwie. Den behalte ich mal. Ja, weg. Weg. Die macht schön radioaktiven. Ist deswegen vielleicht nicht schlecht. Mal gucken, ob ich noch was anderes mit radioaktiv habe. Weg. Und weg. Und weg. Mal gucken mal, die macht 500. Die macht 307. Die macht. Warum ist die besser? Weiß ich auch nicht. Die macht 543. Im Moment, bei wie welcher Geschwindigkeit? 30% und 15%. Dann kommt die mal weg. Weg. Ballen, behalten. Weg. Ja, dann behalten wir die erstmal. Wegen dem radioaktiven Schaden. Dann machen wir die nicht. Ja, mit Brand habe ich genug. Das ist Paarsweifel. Hier haben wir eine mit Shotgunner Dentatata. Shotgun. Ach, komm weg. Amplified Roughing Room Red Suite. Das hört sich interessant an. Warnung, Eindämmung versagt. Guck dir mal die Ladegeschwindigkeit an. Kann ich das vergleichen mit dem, was ich habe? Nee. Aber die Lade. Die Ladegeschwindigkeit ist da irgendwie genial, oder? Feind in der Nähe und gewährt Immunität gegen Strahlungsschaden. Versucht Rückschlag bei Schildbruch. Wollen wir gleich mal anschauen.
Ich habe hier den High Spike Nova Burner. Der 322. Ja, der ist ja noch schneller. Und Strahlungsschaden in der Nähe. Wenn voll entziehen Schüsse 30% Schilde für plus 20% Waffenschaden. Aber das, ich probiere den mal aus. Wird sich dann schon zeigen. Aber was ist mit dem hier? Voll. Oh, 4061! Vollführefadenverschiebung. Ladegeschwindigkeit auch nicht schlecht. Was heißt vollführe Phasenverschiebung? Den mag ich auch nicht wegtun. Und den will ich ausrüsten. Ja, dann gehe ich mal wieder. Ich kann mir das hier nochmal anschauen. Da habe ich sonst nichts. Und granatenmäßig. Ach ne, das ist das. Plus 4 finde ich eigentlich sehr schön. Da hätte ich nur noch was mit. Das ist gar nicht für mich. Und hier hätte ich. Ja, immer noch den Hunter Seeker. Und ich hätte hier noch freigeworfen Tyler Mirf. Aufprall, ne. Dann bleib ich halt bei meinem Hunter Seeker. Der verlorene Schatz von Asgard der Vega. Mythos oder Legende? Schon wieder nach Typ sortiert, was soll denn das? Seltenheit. Punkte. Okay, was verkaufen wir noch? Weg. Weg. Halten. Weg. Der Rest ist ausgerüstet. Wunderbar. Was hat er denn jetzt für einen komischen. Das hat er jetzt überall. Okay. Das ist irgendwie der Strahlungsschaden oder so. Was gibt's hier? Jetzt wuselt da noch mehr rum. Naja. Ich werde die Grafikkarte schon irgendwie packen, oder? Das ist der Strahlungsschaden. Alles in der Nähe bekommt Strahlungsschaden. Ach so, und dann jetzt hier, jetzt habe ich 1200 und die ersten Schüsse. Ach, dann hat er nur 800. Aber ist immer noch besser als der andere, oder? Und der lädt ja auch schnell, guck dir das an. Ja. Ich glaube, da kann man mit leben. Und was geht jetzt? Leute, was geht jetzt? Okay. Tennis Radioverstärker ist platziert und Warns Streitkräfte am Boden sind bereit. Hat mich mal, dass sich da gleich meldet. Bessere Gelegenheit, die Kalypsos anzugreifen. Ich brauche Beschäftigung, sonst wandert mein. Den Kalypsos schon klar. Das sollte interessant werden. Wir würden euch ja zur feierlichen Eröffnung einladen.
Hey! Dafür sollte ich dich gleich erschießen. Komm mir nicht so nah, ich strahle. Aber solange er sie Iridium zuführt, ist er nahezu unbesiegbar. Dann nehmen wir ihm den Vorwort. Kammerjäger, sobald Tennessee diese Geschütze ausschaltet, führst du den Bodenangriff an. Ha, war mir ein Vergnügen. Oh, bin dabei. Ava, bist du bereit, den Kammerjäger zu unterstützen? Ja? Bist du sicher? Du hattest recht. Wir müssen aufs Feuer zulaufen. Los geht's, Leute. Kammerjäger, mach dich bereit und sag dir Liebe wohl. Liege wohl, ihr Tussin. Tussis. Sprich mit mir, wo du untergehst, Killer. Was denn noch? Was willst du mir noch sagen? Hast du noch was für mich? Waffen? Schwere Waffen? Immer bereit. Zeit für das große Finale. Es ist Zeit, in ein paar KDK-Ärsche zu treten und die Kalypsos auszuschalten. Geh zu Rollins Car. Warren und Tennis werden auf dich warten. Nochmal, hab ich doch schon. Jausa. Tschüss dann. Also, Tennis ist eine Sirene. Sorry, ich wünschte, ich hätte es dir sagen können. Warte nicht auf irgendwas? Ich hab's aber vergessen. So, wo geht's jetzt lang? Zum großen Finale. Begib dich nach Devil's Razor. Ist wieder. Den habe ich noch nicht eingesammelt, hä? Ja, auch noch hinten. Und wo ist meine. Wo ist mein Diamant? Meine Raute? Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Ach, Rolands Grab hat es ja gesagt. Okay. Schnellreise. Ja. Wir warten auf das Ende des Ladescreens. Wird das noch mal was heute? Ah ja. Tiefer. Ist vielleicht noch was Schönes hier zu kaufen? Selten. Episch. Episch.
Und sich da auf die... Was machst du denn da? Was hängst du denn da ab? Ich will da hoch. Fong! Dann schalt mal an. Brosine. Bro, aha, Bro. Schwester. Ah, da hörst du dich aber nicht an. Wow! Was, wo? Wo ist er denn? Wo bist denn du und was machst denn da? Und hätt's nicht. Däh. Hup. Däh. Quatsch. Ich will meinen kleinen... Meinen kleinen Süßen haben. Der ist immer so schön schnell. Und jetzt gib Gas! Kommt gleich noch einer? Ja, ich glaub's ja wohl nicht. Da sind sie alle. Naja, lass doch kaputt gehen, wenn sie ein neues holen. Ja, wieder aufgeladen. Das ist halt der Vorteil bei dem kleinen Ding. Nix. Ich habe alle Geschütze übernommen und ihnen Amnestie versprochen. Heißen die neuesten Mitglieder der Crimson Raiders willkommen. Meine sind unsere. Sollen wir da zurück? Okay, warte mal. Ich plündere nur mal kurz die Waffenkiste da vorne.
Na, ist es das? Ja. Ja. Obwohl. Also fahre ich jetzt wieder, oder geht's da, geht's denn da lang? Muss ich nicht rein. Aber was wäre denn da? Gibt's da auch mal Blonen? Da gibt's Leiter und Leiter führt hierher. Und dann gibt's nochmal Waffen bzw. Geld. Wenn man sie denn verkaufen würde. Okay, also. Rein in unseren Zyklon und da runter. Endlich ist mal die richtig gut hier die Steuerung von den Fahrzeugen. Intuitiv und wie man sich das vorstellt. Funktioniert gut. Kathedrale der Zwillingsgitter. Cathedral of the Twin Gods. Auf deiner Spielkarte. Hm? Kreuz Ass oder was? Spielkarte. Children of the Fort. Salvation.